Wir kommen zum nächsten Vortrag und zwar Herr Michael Grisko wird zum utopischen Film reden. Ich bitte Michael Grisko auf die Bühne. Michael Grisko ist Film- und Kulturwissenschaftler und einer der umtriebigsten Herausgeber und Autoren von DEFA-Publikationen in den letzten Jahren. So hat er zu Rainer Simon und zu dem DEFA-Film in Thüringen beispielsweise geschrieben und herausgegeben. Gegenwärtig arbeitet er an der DEFA-Schrift, also in der DEFA-Schriftenreihe an der Publikation Ich war nie eine Hauptplanposition der DEFA-Regisseur Rolf Losansky, die im September erscheinen wird. Willkommen. Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Die Utopie findet heute statt. Science-Fiction-Filme der DEFA im Spannungsfeld von Klassenkampf und Unterhaltungsanspruch. Die Spannweite des utopischen Films ist unerschöpflich und reicht vom heiteren Spaß bis zum großen Gesellschaftsbild, vom Kriminalfilm bis zur Alltagsgeschichte. Fast alles ist noch zu erproben. An Interessenten für die Filme wird es nicht fehlen. So Rolf Richter, Bilder der Zukunft auf der Leinwand, Iolomea, ein neuer utopischer Film der DEFA Berlin 1972. Vielen Dank. Auch wenn bereits in den 20er Jahren, neben den Themen Technik, Wissenschaft, fremde Welten und neue Gesellschaftsordnungen, die immer eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart darstellten, wurden über den mit diesen Inhalten verbundenen Schauwerten und des damit verbundenen Griffs in die Trickkiste materielle Räume der Fantasie eröffnet, die genreprägend wirken. Dies gilt unter anderem für den Bereich des Kostüms und der lebensweltlichen Artefakte. Auch wenn bereits bei den frühen deutschen 20er-Jahren-Filmen Produkte der Elemente der Fantastik und des Action-Kinos aufgerufen wurden, werden diese Elemente im westlichen, besonders dem erfolgreichen amerikanischen Mainstream-Science-Fiction nach dem Zweiten Weltkrieg perfektioniert. Als die ostdeutsche DEFA sich Ende der 1950er Jahre entschied, den Science-Fiction-Film in ihr Programm aufzunehmen, bildeten diese Entwicklungen die Parameter für die explizite und implizite Auseinandersetzung, aber auch den Hintergrund für Abgrenzung und Profilierung der jeweiligen Filmkulturen. Ich möchte zu dem angeblich als ersten Science-Fiction-Film 1948 Chemie und Liebe titulierten Film und zu dem Mann, mit dem Objektiv in diesem Zusammenhang nichts sagen, weil sie für mich eher Aussagen über die Gegenwart und eine Auseinandersetzung mit dem Sozialismus sind, als im engeren utopische Filme und möchte deshalb mich mit fünf Filmen, die zwischen 1960 und 1985 entstanden sind, beschäftigen. Fünfmal innerhalb eines Zeitraums von knapp 25 Jahren, von 1959 bis 1984, fand der Science-Fiction-Film oder der utopische Film, wie er zunächst genannt wurde, Platz im DEFA-Produktionsplan. Den Anfang machte Kurt Metzig mit der Adaption eines Romans von Stanislaw Lem unter dem Filmtitel Der schweigende Stern 1960. Es folgten Signale, ein Weltraumabenteuer 1970, Iolomea 1972, Im Staub der Sterne 1976, bevor Besuch bei Van Gogh 1985 die Auseinandersetzung mit dem Genre beendete. Schaut man sich einmal die Spannbreite des Science-Fiction-Genres an, werden zwei Pole deutlich, die nicht nur unterschiedliche inhaltliche und ästhetische Konventionen bedienen, sondern sich zudem auch aus unterschiedlichen Traditionen speisen. Da ist zunächst der ins Weltall verlegte Actionfilm, dem es um die bewegte und tricktechnisch auf hohem Niveau stattfindende Konfrontation von Gut und Böse, der Begegnung mit fremden Welten, Phänomenen und Wesen geht. Wobei es bei dieser Variante erst einmal unwichtig ist, ob es sich bei dem Bösen um nicht-humanoide Außerirdische handelt oder einfach nur um menschliche Zivilisationen anderer Sternsysteme. Abenteuerliche Verfolgungsjagd mit bisweilen kriegerischem Charakter, skurrile außerirdische und extraterrestrische Außenaufnahmen bilden den bunten Hintergrund der vor allem auf den Schauwert und die Dynamik des Bildes abzielenden Entwürfe. Während die Frage nach utopischen Gesellschaftsentwürfen und den zugrunde liegenden humanen Zukunftsbildern zugunsten des Action- und Fantasiegehalts zurückgedrängt werden, dessen Genrequellen in den Sujets und Motiven des Märchens, des Kriminals- und Westernfilms liegt, steht die auf intellektuelle Dimensionen abzielende Auseinandersetzung
mit dem im weitesten Sinne wissenschaftlich-gesellschaftlichen Zukunftspotenzialen beziehungsweise dem Fremden als Teil unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses im Mittelpunkt einer sozialphilosophisch orientierten Science-Fiction-Film. Dessen Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich ethisch-moralischer Fragestellungen, mitunter mit deutlichem Gesellschaftsbezug. Mit der Premiere des Films Der schweigende Stern betrat die DEFA kinematografisches Neuland. Wieder einmal war es Kurt Metzig, der den Schritt wagte. Im konkreten Fall mussten 15 Drehbuchfassungen hergestellt werden, bevor der Film unter der Regie von Metzig in Aquacolor und in Co-Produktion mit der Volksrepublik Polen mit Schauspielern aus 7 Ländern in die Kinos kam. Der Film war nicht nur ein Beitrag zum Kalten Krieg und eine Reaktion auf den Start des Sputniks im Jahr 1957, sondern auch ein Versuch, die Vorherrschaft der Amerikaner und Japaner auf dem, Zitat so Horst Knietzsch, Gebiet des utopischen Weltraumfilms zu brechen. Die Filmhandlung spielt im Jahr 1970 und damit in der nahen Zukunft der Produktionsgegenwart. Nach einer verknappten Zusammenfassung der Vorgeschichte, einem Spulenfund in der Wüste Gobi und in Sibirien 1908, erzählt der Film linear die Geschichte einer internationalen Raumschiffexpedition zur Venus in 4 Stationen. Die erste Station umfasst die problemlos verlaufenden Startvorbereitungen, die in einer Mischung aus Fernsehreportage und Spielhandlung inszeniert sind und mit 27 Minuten knapp ein Drittel des Films ausmachen. Sie dienen neben der Betonung der friedlichen Internationalität der Mission hauptsächlich der Vorstellung der 7 internationalen Crewmitglieder und deren herausragenden wissenschaftlichen Fähigkeiten. Kurt Metzig reklamierte, mit dieser Besetzung eine auf einer humanistischen Idee begründete Haltung, die jede Form von Chauvinismus und Rassismus negierte, die anstatt auf Konfrontation auf Kooperation setzte, da die friedliche Eroberung und Nutzung des Weltraums, so ein Zitat aus dem Film, nur über nationale Grenzen hinweg erfolgen kann. Darüber hinaus werden in dieser Exposition die wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften vorgestellt. Der Kosmokrator links, der sogenannte Düsenelastokopter und der Roboter Omega als Begleiter der Expedition. Auf dem Flug der Venus zur die zweite Station lösen die Wissenschaftler schließlich das Geheimnis um die Spule, auf der eine Invasion auf der Erde angekündigt wurde. Sie fliegen weiter, denn, Zitat, wenn Sie Krieg planen, werden wir Sie für den Frieden gewinnen. Der knapp 21 Minuten dauernde Flug wird genutzt, um den Marax, so die sozusagen Inneneinrichtung des Films, als Bordcomputer und Treffpunkt der nun in stetig wechselnden Raumanzügen gezeigten Crew auch visuell vor und die Wirkungen der Schwerkraftfilme darzustellen. Auch erste dramatische Situationen, wie wir sie aus anderen Science-Fiction-Filmen kennen, etwa die von Hand vorgenommene und gegen die Uhr erfolgte Reparatur an der Außenwand des Raumschiffes infolge eines Meteoritensturms, müssen gemeistert werden. Knapp 30 Minuten sind der dritten Station, dem ebenso abenteuerlichen wie von rationalen Erkenntnissen bestimmten Aufenthalt der Crew auf der Venus vorbehalten. Dazu gehören Explosionen, die Bekanntschaft mit den Metallkäfern als Vertretern der Marsbewohner, immer wieder neue Rätsel und Gefahrensituationen, die, das ist ganz wichtig, im Team gelöst und bestanden werden, bis schließlich ein Steinschlag eine radioaktive Kettenreaktion auf dem Planeten auslöst. Diese fordert das Opfer von 3 Besatzungsmitgliedern von Talua, Chen Yu und Brinkmann, die in diesem Fall zur Venus zurückkehren müssen, um den Start des Raumschiffes und damit den Kosmokrator zu ermöglichen. Das knapp 5 Minuten dauernde Ende ist der moralischen Botschaft des Films vorenthalten, dem Vermächtnis der 3 Toten, die Menschheit solle von der Atomzerstörung hören und vor ihr gewarnt werden.
Nur schlaglichtartig wird in diesem Film das gesellschaftliche Zusammenleben in der Zukunft beschrieben, wobei Metzig seinen Fokus auf das große Ganze richtet. Die friedliche Koexistenz der beiden Machtblöcke, die Warnung vor der kriegerischen Nutzung der Atomkraft. Eine zentrale Position erhält der ungebrochene Glaube in die Wissenschaft, an Rationalität und den Dialog. Unter anderem wird dies erreicht durch die Betonung einer naturwissenschaftlich dominierten Wissenskultur. Dafür stehen die sieben herausragenden Wissenschaftler. Gleichwohl muss man festhalten, dass bei der Betonung des wissenschaftlichen Diskurses die individuellen Konturierungen und Konflikten zu kurz kommen. Sie bekommen, diese Figuren, das Gepräge streng rational handelnder und redender Heldenfiguren, was sozusagen durch diese medialen Übertragungen, die am Anfang und am Ende als große Botschaften sozusagen verkündet werden, noch verstärkt wird und dem Ganzen einen pathetischen Gestus im Statement bekommt. Auch starke emotionale Erlebnisse und Teil der Vorgeschichte, wie etwa bei der Japanerin Yoko Tani, die ihre Eltern verlor und die nie wieder ein Kind kriegen kann aufgrund des Hiroshima-Erlebnisses, werden stark rationalisiert und Teil von wissenschaftlicher und rationaler Erklärung. Die visuellen und dramaturgischen Versatzstücke des Science-Fictions überzeugen vor allem während der Flug- und nach der Landung des Raketenraumschiffs des Kosmokrator auf der Venus. Mit der Schaltzentrale Marax und dem Computerraum werden zentrale ästhetische und dramaturgische Versatzstücke des Science-Fiction-Films bedient. Es gibt keine Autonomie der Technik, die Menschen erfinden und beherrschen die Technik. Diese Beherrschung zielt letztlich auch auf den Einsatz der Radioaktivität, die von dem rationalen Gedanken der Internationalität und des Friedens beherrscht wird. Die Gestaltung der Venuslandschaft, hier einige Bilder, spielt konsequent und überzeugend mit... Na, jetzt ist... Danke. Die Gestaltung der Venuslandschaft spielt konsequent und überzeugend mit der fantastischen Imagination fremder Welten zwischen amorphen Formen und technoider Architektur. Daneben treten deutlich den Science-Fiction-Konventionen entlehnte dramaturgische Elemente, so zum Beispiel das im Vorfeld der Expedition angelegte Heldenpathos, das den melodramatischen Ausgang, im Notfall das Leben für die Wissenschaft und die Menschheit zu opfern, vorwegnimmt. Diese für Unterhaltung und Spannung sorgenden Genre-Elemente, wie beispielsweise die Reparatur am Außendeck, die Frage sozusagen, wer tritt einem wirklich entgegen, die Frage, wie kommen wir zurück, das sind ja zentrale dramaturgische Elemente sozusagen, was die Fahrt angeht. Unterstützt durch die immerwährende Präsenz des Fremden und die für Schauwert sorgenden Weltraumlandschaften mit Elektroblitzen, die eingesetzten Bodenraumschiffe und Weltraumeinzüge, begleitet von dramatisch verzerrtem Funkverkehr, überzeugen. Sie werden jedoch durch die permanente, vor allem durch lange Dialoge in die Handlung getragene Verwissenschaftlichung und Rationalisierung konterkariert, die keine rätselhafte Leerstelle duldet, die Angst, Zweifel, Hoffnung und Freude nicht aufkommen lässt und nicht zuletzt immer wieder auf die Atombombe von Hiroshima verweist. Metzig verlegte die Spielhandlung in das Jahr 1970. Eigentlich sollte die Handlung im Jahr 2000 spielen, aber der Start sowjetischer Raketen des Sputniks im Jahr 1957 zwang die Autoren, die Handlung vorzuverlegen und stellte somit zwangsläufig eine Verbindung zur außerfilmischen Gegenwart her. Diese auch als Verbindung von Fantastik und Realistik begreifbare Konzeption wird auch von Kurt Metzig immer wieder betont, nicht zuletzt, und er geht sogar so weit, dass der im Film erwähnte Flugkörper von 1908 wirklich existiert habe. Gleichzeitig nimmt sich der Film
durch die gleich zu Beginn gekennzeichnete Nähe zur Gegenwart die Freiheit des Utopischen. Die Produktion schwankt zwischen dem immer wieder durchscheinenden Anspruch, einen Gegenwartsfilm zu drehen, und einem Science-Fiction-Film mit vielen paradigmatischen Elementen. Ab August 1969 entstand in den DEFA-Ateliers an der polnischen Ostseeküste und in Lodz nach den Motiven des Romans Asteroidenjäger von Carlos Rasch das zweite utopische Experiment der DEFA. Der Film Signale, ein Weltraumabenteuer, erlebte am 17. Dezember 1970 seine Uraufführung im Berlin Friedrichshainer Filmtheater Kosmos. Nachdem er zunächst in den 70mm Kinos der DDR lief, kam er ab April 1970 auch in die normalen Kinos. 10 Jahre nach Metzigs Erstling war die DEFA angesichts der real existierenden Publikums angetreten, um die real existierende Publikumsfrage nach Science-Fiction-Filmen zu bedienen. Ralf Schenk hat darauf hingewiesen, 1968 war mit Stanley Kubricks Film ein in den Bereichen Ästhetik und Inhalt Maßstäbe setzender Film in die Kinos gekommen, wenigstens bei der Ausgestaltung der technischen Details und deren Ästhetik nahm sich Signale diesen Film zum Vorbild. Die Handlung des Films ist Mitte des 21. Jahrhunderts angesiedelt. In der Kritik wurde dem Film attestiert, er entspräche den, Zitat, voraussehbaren Möglichkeiten einer Entwicklung der Raumfahrttechnik in den nächsten Jahrzehnten. Zitat Ende, so der Fachberater Heinz Mielke in einem Artikel anlässlich der Premiere. Im Anschluss an eine Havarie, so die Geschichte des Films, im Anschluss an eine Havarie in einem Meteoritensturm ist das Forschungsschiff Ikaros manövrierunfähig. Von den Kontrollschirmen verschwunden werden das Schiff und seine Besatzung von den Verantwortlichen aufgegeben. Der Computer gibt als Überlebenswahrscheinlichkeit 0,0000% an. Nur Kommandant Weiko will sich dieser Tatsache nicht beugen. Er stellt eine Mannschaft zusammen, um in einem als Routine- und Reparaturflug getarnten Unternehmen die Ikaros, deren Schicksal in der fortwährend präsenten Parallelhandlung dramatisch zugespitzt wird, zu retten. Natürlich erreicht Weikos Mannschaft mit ihrer Laika die Ikaros, bevor dieser die Luft-, Strom- und Medikamentenreserven ausgehen. Die in 5 Akte unterteilte Dramaturgie sieht nach der Exposition Havarie der Ikaros, im zweiten Teil die Startvorbereitung der Laika vor. Dem schließt sich im Mittelteil der Flug der Laika an, bevor die eigentliche Rettungsaktion und das Happy End, letzteres in der Dramaturgie stark vernachlässigt, den Abschluss bilden. Nicht nur im Hinblick auf die zeitliche Ausdehnung im Film, sondern auch auf die vermeintlich daraus erwachsenden dramaturgischen und ästhetischen Funktionen stehen der zweite und dritte Teil im Mittelpunkt. Gerahmt wird die gesamte Handlung durch die Darstellung der Protagonisten am Strand, deren dramaturgische Funktion in der eindringlichen Profilierung des Menschen und Wissenschaftlers als sozialem Individuum liegt, das liebt, lacht und genießt, wobei die zukünftige Gesellschaftsform und deren detaillierte Ausgestaltung keinerlei Berücksichtigung finden. Die Mitglieder der Crew erhalten deutlich mehr individuelles, ein stärker menschliches Profil und verlieren jenen streng rationalisierten Wissenschaftsgestus. Weniger die rationalen Ausnahmewissenschaftler sind nun die Garanten der Zukunftsgesellschaft, als vielmehr die mit physischen und psychischen Mängeln behafteten Menschen, die zusammen mit Maschinen und rationaler Logik, aber vor allem intuitiv und verantwortungsbewusst leben und handeln. Diese viel Raum beanspruchende individuelle Profilierung der Besatzungsmitglieder hat jedoch nachhaltige Konsequenzen. Im Hinblick auf die Dynamik kann man, Zitat, von einer Entschleunigung der Handlung und der Bildkomposition sprechen oder, wie es Heinz Lücke pointierte, viel Technik, wenig Konflikte. Gleichwohl war die Spannung genau das, was die Zuschauer erwarteten und auch die Kritiker als Maßstab anlegten.
Zudem wird immer wieder das Mantra der sozialistischen Filmutopie wiederholt, dass, wenn es sich um außerirdische Wesen handeln sollte, es in jedem Fall vernunftbegabte Wesen sind. In den Hintergrund tritt, Zitat aus einer damaligen Rezension, Schrecken, Panik und Weltuntergangsstimmung, das anscheinend alles Zeichen des westlichen Science-Fiction, der westlichen Dekadenz. Auffällig ist jedoch, dass sich diese Abgrenzung nur auf die inhaltliche Seite des Genre-Kinos bezog. So betont etwa Horst Knietsch mit Blick auf den Film 2001 Odyssee im Weltraum, dass der Film, also 2001, zwar vollgepfropft sei mit, Zitat, bürgerlicher Philosophie und kräftig für die NASA werbe, er kam jedoch nicht umhin festzustellen, dass der Film, Zitat, von der technischen Perfektion und auch in der Gestaltung der technisch-wissenschaftlichen Seite der Weltraumflüge so beeindruckend war, dass man ihn, so das Zitat weiter, was diese Seite betraf, für unerreichbar halten musste. Während man sich also inhaltlich von den westlichen Konzepten absetzen und eine Alternative wollte, sah man sich hinsichtlich der technischen Ikonografie und deren filmästhetischer Realisierung durchaus im Rahmen bestehender Programme und Genrekonventionen. Einhellig positiv registrierte die Kritik diese Darstellung der technischen Dimensionen der Zukunft in Signale, ein Weltraumabenteuer. Da ist von einer beeindruckenden filmtechnischen Leistung ebenso die Rede wie von einem hohen Schauwert. Und während Klaus Meyer noch betont, dass nichts nach Leim und Pappe rieche, bezeichnete Hans-Dieter Tock diese Seite des Films als ein, Zitat, faszinierendes, mit Einfallsreichtum und Trickakribie gebotenes Bild der wissenschaftlich-technischen Wunder und Möglichkeiten des kommenden Jahrhunderts. Jedoch zogen die Kritiker nun auch verstärkt Kategorien des klassischen Abenteuer- und Unterhaltungsfilms zur Bewertung des Films heran. So schrieb Renate Holland-Moritz, die im Untertitel versprochene Abenteuerlichkeit muss irgendwo im Weltraum verloren gegangen sein. Selbst Spurenelemente einer irgendwie gearteten, spannenden Handlung sind nicht zu ermitteln. Deutlich wird hier das Dilemma des Science-Fiction-Films in der DDR. Während eine zukünftige und von allen Gegensetzungen und Spannungen befreite Gesellschaft wenig Potenzial für eine dramatische und konfliktreiche Handlung bot, pessimistische und kriegerische Szenarien mit Blick auf den westlichen Film und die eigene gesellschaftliche Entwicklung abgelehnt wurden, blieb den Filmemachern nur der Blick auf das zukünftige Verhältnis von Mensch und Wissenschaft und dessen ästhetisch anspruchsvolle Situierung. Dieses Spannungsverhältnis bot jedoch die bereits aufgeführten Prämissen und die Tatsache berücksichtigen, dass die Zukunft immer realistisch, das heißt wissenschaftlich erklärbar sein müsse, zu wenig Dramatik, Ungewissheiten und Fehlerquellen mit entsprechender Dramatik, um daraus einen populären Science-Fiction-Film mit actionreicher Handlung zu drehen. Keine Mühe scheute die DEFA auch bei ihrem dritten utopischen Film, Eolomea. Gedreht wurde auf 70mm Orvocolor mit einer neuen Zeitraffertechnik und einer elektronischen Modellbewegungsanlage. Überzeugen die ästhetischen Detaillösungen, das heißt die Szenendekorationen und die Aufnahmen des Weltalls, so entschlossen sich die Drehbuchautoren Hermann Schoch und Angel Wasenstein für eine zu Recht als maßvoll spannend bezeichnete Fabel. Zwar deutet sich mit dem Verschwinden mehrerer Raumschiffe zu Beginn noch eine Kriminalgeschichte im All an, jedoch kommt die mit der Untersuchung beauftragte Professorin Maria Scholl, dargestellt von Cox Habemar, schnell dem Wissenschaftler Olo Thal, gespielt von Rolf Hoppe, auf die Spur, der während der großen Ratssitzung zu Beginn des Films zu Recht bemerkt, alles hat am Ende eine einfache Erklärung, die mit Unergründlichkeit oder Mystik nichts zu tun hat. Bereits hier deutet sich der Verlust spannungstragender Elemente an, der im Folgenden nicht kompensiert werden kann. Aber auch die zunehmende Episierung des Films kann nicht überzeugen. Die schnelle Aufklärung des rätselhaften Verschwindens der Raumschiffe geht fließend über in die zunehmend dominanter werdende Thematisierung der ethisch-moralischen Verantwortung des Wissenschaftlers und dessen Ausnahmestellung hinsichtlich der Entdeckung neuer Welten. Diese wird vor allem im Hinblick auf die Notwendigkeit und die Konsequenzen beim Überschreiten rechtlicher
und rational vorstellbarer Grenzen in den Blick gerückt. Thal ist Forscher und hatte in jungen Jahren zum Phänomen Eolumea geforscht, dessen Erkundung aufgrund des damaligen Standes der Raumschifftechnik unmöglich war. Nun hat er einige junge Wissenschaftler für sein Projekt begeistern können. Diese brechen mit den scheinbar verschwundenen Raumschiffen auf, damit ihre auf den Schiffen geborenen Urenkel 136 Jahre später womöglich Kontakt mit anderen Wesen aufnehmen können. Die in das Weltall und zu einer ungewissen Begegnung aufbrechenden und im Weltraum verschwindenden Schiffe sind auch das Schlussbild des Films. Während also die Kriminalgeschichte bald aufgelöst wird und auch die in montierten Einschüben auf den Galapagos-Inseln und in der freien Natur angesiedelte Liebesgeschichte zwischen Professorin Maria Scholl und dem Navigator Daniel Lonny keine dramatische und dramaturgische Wirksamkeit erhält, wird der Film umgehend zu einer sozialphilosophisch untermauerten Hommage an den mutigen Wissenschaftler, der jenseits der Grenzen menschlicher Vernunft und Vorschriften forscht und für neues Wissen ebenso bereit ist, sein Leben wie seine persönlichen Gefühle und Bindungen zurückzustellen. Der Thesencharakter des Films tritt auch in seiner zunehmenden Dialoglastigkeit zutage. Diese Wissenschaftseuphorie wird jedoch vor dem Hintergrund einer gewissen und nie aufgelösten Ambivalenz wirksam. So wird bei allem Forschergeist und herrschender Weltraum-Euphorie ebenso deren Grenzen und fraglichen Erfolge deutlich. Deutlich wird das in der Müdigkeit und dem Zynismus Lannys und dem Tod von Pierre Brodsky an einer unheilbaren Krankheit. Sie sehen hier den Forscher links, man sieht es nicht deutlich, im Film sieht es deutlich, dass er eine unheilbare, unerklärbare Krankheit, eine Art Weltraumseuche hat, die ihn befallen wird. Dazu gehört auch die Trauer von Kuhn, dem Lotsen, der seinen Sohn nur noch einmal über den Bildschirm sehen wird, bevor dieser auf die große Reise in den Weltraum zu den 136 Jahren aufbricht. Und diese Ambivalenz wird nicht zuletzt über die Ästhetik deutlich. Sie sehen es hier in den Bildern. Es sind nicht mehr die chromblitzenden, Interieurs, sondern es wird auch deutlich, dass der Weltraum tatsächlich seine Endlichkeit, seine Schwierigkeiten, seine Brüche und vor allem seine Vergänglichkeit hat. Auffällig ist die individuelle Note der handlungstragenden Personen. Diese Beobachtung gilt für Thal, den Wissenschaftler, der als eigensinniger und brillanter Kopf geschildert wird, ebenso für den skeptischen, aber hochgebildeten Lotsen Lonny, dessen Persönlichkeitsbild als passionierter Gelegenheitstrinker mit 3 Disziplinarstrafen und Löchern in den Socken eher als rebellisch und unangepasst zu charakterisieren ist. Auch Professorin Scholl lässt sich bei einem Festmahl gerne gehen, trägt auffällige, sehr körperbetonte Kleidung, dies alles mit dem Ziel, Zitat, vom faden, parfümierten und sterilen Heldenbild anderer utopischer Streifen loszukommen. Das große ethische Bekenntnis zur Notwendigkeit der Forschung, dem schließlich auch Lonny folgt, indem er sich der Eolumea-Expedition anschließt, bietet kein Konfliktpotenzial, das dem Film Dramatik oder gar Spannung verleihen würde. Unterhaltsame Elemente versucht Schoch über die Persönlichkeit der Figuren und die Liebesgeschichte einzubinden. Szenen der beiden am Strand und auf dem Land, die mit Musik unterlegt sind, durchbrechen die wissenschaftsethischen Statements allerdings folgenlos, sind ebenso wie die imaginären Sequenzen des Lotsens, der sich darin träumt, mit seinem Sohn noch einmal angeln zu gehen, lediglich als natürlich idealisierte Gegenwelt zum technisierten Weltraum zu verstehen. Da beide jedoch im Handlungsverlauf keine dramaturgische Kraft entfalten, fehlt auch diesen Bildern das inhaltliche Potenzial, etwa als Anti-Utopie oder einer partiellen Dystopie. Deutlicher als bei den beiden vorherigen Produktionen stellt sich die Frage auch der Notwendigkeit der Genre-Einbindung.
Die aufgeworfenen wissenschaftsethischen Probleme bedürfen der utopischen Weltraumumgebung ebenso wenig, wie die Handlung aus der Umgebung neue dramaturgische Impulse bezieht. Vielmehr ließe sich vermuten, dass die Verlegung in die Zukunft weniger als dramaturgisch notwendige Sujetwahl in Betracht gezogen wurde, denn als Möglichkeit, ästhetische Elemente mit hohem Schauwert zu verwenden. So ließ sich die allzu plakative Handlung vielleicht etwas populärer verpacken. Mit der Produktion Im Staub der Sterne verabschiedete sich die DEFA schließlich von der Suche nach einer alternativen Genrekonzeption. Gottfried Kolditz drehte einen gängigen Unterhaltungsfilm, der neben dem Schauwert fremder Völker auch auf moderne Kleidung, bunte Innenarchitektur, Musik, Ballett und auf auffällig viel nackte Haut setzte. Bei der Darstellung des Raumschiffes wurde gespart. Während bei den zahlreichen Innenaufnahmen keine neuen Ideen sichtbar wurden, wurde das Raumschiff von außen nur in zwei kurzen Einstellungen jedoch nie ganz gezeigt. Die Handlung wird topografisch und zeitlich entgrenzt. Darüber hinaus fehlt jeder Ansatz zur wissenschaftlichen Erklärung oder der erkenntnisorientierten Erforschung fremder Erscheinungsformen. Die Weltraumfahrer treten als Piloten, Techniker, Politiker und Krieger auf, aber nicht mehr als Wissenschaftler. Zudem wird ein Handlungskonflikt zwischen zwei Völkern situiert, die außer ihrem Aussehen keinerlei Bezug zur Gegenwartsgesellschaft reisen. Aber der Reihe nach. In einer fernen Zeit erreichen Bewohner des Planeten Syndro aufgrund eines vor Jahren empfangenen Hilferufes den Planeten Them 4. Im Anschluss an einen Angriff, eine der ersten kriegerischen Auseinandersetzungen im Science-Fiction-Film, laden die Thema die Besatzung des Raumschiffes in ihre Stadt rein. Bei ihrem Fest wird die Besatzung durch einen gezielten Schuss aus der Ultraschallpistole mental blockiert. Sie haben hier das Bild auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite. So dass sie nicht mehr an ihre eigene Mission, die Aufklärung des Hilferufes, denkt, den die Thema als Testsendung bei dem Experiment mit einer neuen Funkanlage erklären. Darüber hinaus sollen die Zynroner durch ein rauschendes Fest von der Friedfertigkeit des Volkes überzeugt werden. Diese fremden Lebensräume werden optisch konsequent gestaltet. Auch wenn die Lebewesen an Menschen erinnern, wird der Wert doch auf eine völlig neu gestaltete Umgebung mit Anklängen an archaische bzw. römische Zivilisationen gelegt. Zu dieser Umgebung gehören unter anderem unterirdische chromblitzende Gänge, selbstöffnende Türen, ein Spiegellabyrinth, Schlangensprays als Geschmackscocktails oder wie Leichen anmutende Larven an der Decke. Schließlich tanzt in einem Skulpturengarten ein halb entkleidetes Frauenballett zu sphärischen Klängen. Überhaupt wird eine bis zur körperlichen Sinnlichkeit gehende Fröhlichkeit gelebt, die mitunter in Dekadenz umschlägt. Diese Sinnlichkeit überträgt sich auch zunächst auf die Besatzungsmitglieder. Ein Mitglied der Crew, wir haben es in dem Bild zwei Bilder vorher gesehen, führt schließlich zu planetaren Klängen nackte Schlangentänze auf. Allein der Skepsis eines Crewmitglieds, der nicht von dem mentalen Schuss blockiert ist, ist es zu verdanken, dass die eigentliche Mission wieder aufgenommen wird und man entdeckt schließlich ein unterirdisch arbeitendes indigenes Urvolk, das von dem Potentaten, Sie sehen ihn hier links in dem Spiegelkabinett, unterdrückt wird, um, man weiß nicht was, ob es seltene Erden sind, ob es Ressourcen sind, abzubauen und die quasi auf diesem Wege unterdrückt werden für eine andere Gesellschaft, die diesen Planeten erobert hat, zu arbeiten. Es kommt nun zunächst ganz kurz zu einem Konflikt, ob die Thema, die ja nun aus einer fremden Galaxie gekommen sind, hier eingreifen dürfen. Also es wird ganz kurz die Frage von Selbstbestimmung, Autonomie und der Frage der Einmischung in die, Autonomie von Völkern beherrscht. Es kommt dann aber tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Besatzung und den Bewohnern, also den Herrschern des Planeten,
die schließlich dazu führt, dass die Mannschaft von Thema 4 den Planeten verlässt. Ein Crewmitglied bleibt auf der Erde. Und in heutigen Zeiten würde man daran denken, dass sich hiermit der Regisseur die Möglichkeiten für eine Fortsetzung offen halten wollte, um die Frage nämlich zu stellen, wie denn der Kampf danach weitergeht. Die Kritik setzte jedoch alles daran, den möglichen Mehrteiler zu verhindern. Die Konzeption, die keinerlei Alternativen zum klassischen Unterhaltungs-Science-Fiction westlicher Provenienz bot, und die Kritiker des Films fanden nur sehr begrenzt Gnade vor, und die Realisation des Films fanden nur sehr begrenzt Gnade vor den Augen der Kritiker. Dabei liest sich Günther Acktes Einschätzung, er sitzt ja hier auch im Publikum, noch am freundlichsten, der schrieb: Freilich, wer Spaß an optischer Opulenz, am Schauwert utopischer und nicht so genau nachprüfbarer Vorgänge und Details hat und wer über Ungereimtheiten der Fabel hinwegzusehen vermag, der hat eine nette Unterhaltung für, jetzt fehlt die Seite hier, der hat eine nette Unterhaltung für wenige Minuten oder Stunden gehabt. Während die eigens für den Science-Fiction-Film gegründete Gruppe Futurum nach dem missglückten Experiment im Staub der Sterne wohl keine weitere Produktion mehr vorlegte, versuchte sich Horst Seemann mit dem am 10. Oktober 1985 uraufgeführten Film Besuch beim Van Gogh an einer weiteren Variation. Diesmal sind die Wissenschaft und die für Forschung dringend notwendigen Energieeinheiten auslösendes Moment der Handlung. Die Forscherin Marie Grafenstein benötigt für ihre Forschungen rationalisierte und zugleich teure Energie, um ein Gegenmittel gegen eine bislang als unheilbare Krankheit, eine als unheilbar geltende Krankheit zu finden, an der auch ihr Chef Amadeus Berg, gespielt von Rolf Hoppe, leidet. Mittels einer Zeitmaschine sollen Gemälde von Vincent van Gogh zu Lebzeiten von ihm erstanden werden, um sie dann in der Zukunft gewinnbringend zu verkaufen. Nun setzt eine intensive Reisetätigkeit zwischen dem 19. und dem 22. Jahrhundert ein, wobei sich der Schwerpunkt immer deutlicher in die Vergangenheit verschiebt. Horst Seemann setzt dem kühlen, mechanischen Leben der Zukunft das romantisierte Frankreich der Vergangenheit entgegen. Szenenbilder werden analog zu künstlerischen Kompositionen Van Goghs gestaltet. Dazu wird im Pariser Stadtleben der Geist der Bohème wieder erweckt. Dieser Bilderbogen wird ergänzt durch charakteristische und zuweilen stereotype Episoden aus Van Goghs Leben. Den Bezug zur Zukunft stellt die fortwährende Reise mit der Zeitmaschine und die zunehmende Erkrankung von Amadeus Berg dar. Die Sensitivität der ästhetischen Empfindung, die im 19. Jahrhundert als ungestörte Natur-, Kunst- und Lebensidylle vorgeführt wird, gerät unversehens zum zentralen Gegenstand des Films. Das Plädoyer für den Erhalt dieser menschlichen Fähigkeiten in einer zunehmend abstrakten und technischen orientierten Welt wird zu seiner Handlungsaussage. Meine Damen und Herren, am Ende der 25-jährigen Auseinandersetzung müssen die Chancen und Möglichkeiten, einen eigenständigen Beitrag zum Genre des Science-Fiction-Films zu liefern, als probiert, getestet, nicht durchgehalten, vielleicht auch als gescheitert betrachtet werden. Dies hat vor allem mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansprüchen im Schnittpunkt von Politik, Utopie und Unterhaltungsfilm zu tun. Die jeweils unterschiedlichen Ansätze verweisen zudem auf die Grenzen, die sich im Spannungsfeld von Genrekonvention, Abgrenzungsbewegung zur westlichen Produktion und dem originären Anspruch an ein sozialistisches Kino ergaben. Wobei der Wunsch nach einer Filmproduktion mit Elementen des Mainstream-Kinos nie aufgegeben wurde. Wenn man sich das nochmal verdeutlicht, dann wird auch hier bei den Science-Fiction-Filmen deutlich, und daran kann man vielleicht auch das, sozusagen die Vielfalt und die Problematik des Genrebegriffs nochmal aufdröseln, dass einerseits es langfristige Genreverständnisse gibt, die natürlich nicht nur vom Film geprägt werden, sondern die auch von solchen Medien wie Literatur, wir haben es ja hier auch
teilweise mit Literaturverfilmungen zu tun, mit bildender Kunst, aber natürlich auch vielfach mit dem populären Fernsehen geprägt werden. Auch in beispielsweise dem Film Zeit zu leben, der ja 1960 als Gegenwartsfilm, als dezidierter Gegenwartsfilm bezeichnet wird, finden sich utopische Entwürfe und Auseinandersetzungen mit der Utopie. Also auch hier müsste man die Frage nochmal verlagern, sozusagen findet die Utopie tatsächlich nur im utopischen beziehungsweise Science-Fiction-Film statt oder eben auch in anderen Genres mit anderen Anteilen. Darüber hinaus wird auch hier deutlich mit Blick auf die Frage des Sputniks, dass natürlich die Frage von gesellschaftlich-technischen Entwicklungen, wie beispielsweise reale Erfindungen oder auch der Anspruch, sich an reale Erfindungen und an reale Entwicklung anzulehnen, einen entscheidenden Einfluss gerade auf dieses sehr technische Genre hat. Hinzu kommt im Falle der DDR, dass es sich natürlich auch um sozusagen die Frage ist, wann findet die Utopie ihre Realisierung? Wir haben darüber gesprochen, dass sich weitere Genre und Elemente finden. Das findet sich hier auch. Lassen Sie mich ganz zum Abschluss doch nochmal sozusagen dann die Lanze brechen für das, was der Film tatsächlich, was die Filme auch leistet. Es sind visionäre Themen. Es geht um Seuchen, unkontrollierbare Krankheiten, die uns heute beschäftigen. Es geht um Naturkatastrophen, Zerstörung der Erde, also auch das Thema Natur- und Umweltschutz, das ja auch in anderen Filmen unterschiedlich verwendet wird, wird hier thematisiert. Es geht um Zukunftsräume und auch hier den Wandel vom Paradies zum dystopischen Raum, den Raubbau an der Erde mit der Frage von seltenen Erden. Es geht um die Frage von Patriarchat und Diktatur, die thematisiert werden. Es geht um die Fragen von Zweiklassengesellschaften und den Zugang zu lebenserhaltenden Ressourcen. Es geht aber auch darum, sozusagen selbstbestimmte neue Lebensformen zu finden. Es geht auch um die Frage von Diversität, beispielsweise in der Zusammensetzung der Crew in den ersten Film von Kurt Metzig. Es geht tatsächlich auch um die Frage von Verantwortung und Solidarität anderen Gesellschaften gegenüber. Und am Ende thematisieren die Filme, wie beispielsweise bei dem Besuch von Van Gogh, auch die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft. Das ganz subkutan, aber eben auch im utopischen Film. Ganz herzlichen Dank. Ich habe meine Zeit maßlos überzogen. Ich hoffe, Sie haben sich dennoch ein wenig mitgenommen gefühlt. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Grisko. Ja, wir haben sehr überzogen, aber wir wollen uns trotzdem 10 Minuten Zeit nehmen, um Fragen zu beantworten. Wenn Fragen sind, bitte um ein Handzeichen. Bitte ich um ein Handzeichen. Jetzt haben wir alle schon ein bisschen, doch, hier, Frau Ivanova, Marianne. Das Mikro kommt da. Ja, vielen Dank für diesen einleuchtenden Beitrag und Vortrag. Ich habe mich gewundert, ob Sie sich vielleicht auch dazu aussprechen wollten, dass die meisten, ich glaube alle von diesen Filmen eben Gemeinschaftsfilme waren, Koproduktionen. Lag das auch daran, dass vielleicht die Schauspieler, die internationale Besatzung der Filme sehr wichtig war oder dass die Filme dann auch weiter ausgewertet worden sind? Oder wie sehen Sie das, diese Notwendigkeit von der DEFA damals eben mit anderen Studios, mit anderen auch Drehbuchautoren zum Teil, Schauspielern zu arbeiten? Also nur kurz dazu. Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass einerseits finanzielle Ressourcenfragen dazu beigetragen haben, dass man sich diese Produktion teilte. Denn das bedeutete natürlich auch immer eine Mehrfachauswertung in den einzelnen Ländern. Dann kommt natürlich die Frage von, ich sag mal so, ob sich die Internationalität, die man in der Zukunft wollte, auch in der Zusammenarbeit in der Gegenwart abspielte. Das kann sein, muss aber nicht sein. Wahrscheinlich muss man dann am Ende auch auf die Geschichte jedes einzelnen Films gucken, wie er quasi auf den Weg gebracht ist. Dazu kann ich Ihnen jetzt speziell nichts sagen. Hier ist noch eine Frage in der Mitte.
Ja, vielen Dank für den interessanten Überblicksvortrag. Zunächst mal eine eigene Frage. Sie haben immer den Begriff Science Fiction verwendet, aber als gelernter DDR-Bürger wissen wir, der war No-Go, ein purer amerikanischer Imperialismus. Also weder in Literatur noch in Film verwendbar. Für uns war es immer der utopisch-fantastische Film oder utopischer Film. Ne? Das andere war irgendwie sehr anrüchig, wenn wir das auch mal intern benutzt haben. Und jetzt zu der Frage eben, dass eigentlich diese Internationalität, also Ostblock-Internationalität, dass alle befreundeten sozialistischen Staaten auch Schauspieler oder Produktion oder Drehorte zur Verfügung gestellt, war ja ein gängiges Prinzip in der DEFA, also auch in allen anderen Genres. Ich denke sicherlich auch eine ökonomische, wenn man nämlich Leute hat beteiligt aus der Tschechei, aus Slowenien, aus Bulgarien, war es ja auch immer gleichzeitig ein Abnahmestaat. Da war es ja auch ein Staat, in dem potenziell der DEFA-Film inklusive Kostenausgleich, Kostenbeitrag gezeigt werden konnte. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was für alle DEFA-Filme gilt, nicht nur für diesen Genre hier. Danke. Also vielleicht zu der Bezeichnung, ja. Tatsächlich glaube ich, und also das habe ich so weit nicht getrieben, aber das wäre mal spannend zu gucken. Offiziell wird natürlich immer von dem utopischen Film gesprochen, aber in den Besprechungen wird dann irgendwann auch tatsächlich nach einer ersten Abgrenzungswelle, vor allem in den frühen Filmen, dann doch der Begriff Science-Fiction-Film und der Maßstab Science-Fiction-Film auch mit diesem Label benannt. Und ich glaube, das ist genau das, was ich versucht habe zu skizzieren, dieser problematische Spagat zwischen dem eigenen Anspruch und dem Maßstab, den Science-Fiction-Filme aus dem Westen gesetzt haben, die natürlich dann mit dem Label Science-Fiction-Filme kamen, dass es natürlich auch hier zu einer diskursiven Verschiebung und auch Antinomie kam. Also das wäre mal spannend, in den Rezensionen zu gucken, wie sich tatsächlich diese Begrifflichkeiten dann auch verschoben haben. Hier gab es noch eine Frage, kurz. Ja, hörst du mich? Ja. Ich würde eigentlich auch gerne auf Mariana Ivanovas Frage antworten. Ich habe mich nämlich ein bisschen mit den Entstehungsgeschichten von den Filmen beschäftigt. Der Schweigende Stern verdankt DEFA eigentlich Stanisław Lem und dem Leiter des der künstlerischen Produktionsgruppe Illusion in Polen, denn da entstand eigentlich die Idee und die Leitung der polnischen Kinematografie kam zu DEFA mit der Frage, ob sie das zusammen machen wollen. Und in allen anderen Entstehungsgeschichten handelt es sich tatsächlich in erster Linie um finanzielle Verhältnisse. Das war einfach immer zu teuer, diese Filme alleine zu produzieren. Signale war der teuerste Film im Produktionsjahr 69. Zum Beispiel ein Stau der Sterne entsteht in Zusammenarbeit mit Rumänien, weil Gottfried Holditz davor zwei Indianerfilme mit Rumänien produziert. Und das ist auch ein Ausgangspunkt, eine Prämisse dafür, dass dort auch der Film entsteht. Also in den Dokumentationen zu den Filmen gibt es meistens immer am Ende die Argumente, die mit den wirtschaftlichen Aspekten zu tun haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich hab noch mal eine Frage auch, die ich gerne jetzt hier für alle auch stellen würde, weil die vielleicht unsere Diskussion auch weiterbringt in den nächsten Stunden. Und zwar ich habe jetzt sehr ausführlich über die einzelnen Filme gehört. Ich würde gerne noch mal wissen, Herr Grisko, ist die These, dass es keine eigene Ausbildung des Science-Fiction-Genres bei der DEFA gab? Oder nur weil in den späteren Jahren sozusagen sich die Verhältnisse verändert haben und der Science-Fiction-Film sozusagen weniger wurde in der Produktion sozusagen. Wie ist die These? Ist der Science-Fiction-Film gegenüber westlichen und östlichen Science-Fiction-Produktionen ein besonderer, ein anderer? Das nochmal so zusammenfassend mit dem Blick darauf. Also die Frage ist ja ohnehin, ob man bei 5 Filmen, das ist ja dann auch immer schwierig. Genres setzen sich ja erst ab einer bestimmten Menge von Filmen zusammen, die, ich sag mal, miteinander korrespondieren. Ob man bei 5 Filmen überhaupt von einem
Genre-Korpus sprechen kann, wäre auch eine spannende Frage, die man stellen kann. Tatsächlich wird ja quasi dieses Label erstmal da draufgelegt und einen Anspruch an die Filme damit angetreten. Ich würde sagen, tatsächlich, es gab die Idee, einen alternativen Film zu machen. Ich glaube, das, was Kurt Metzig gemacht hat, ist tatsächlich der Versuch, im Grunde genommen einen eigenständigen Beitrag zu leisten, eben mit dieser, ich sag mal, sehr strengen Wissenschaftlichkeit, der Betonung von Wissenschaftlichkeit und die Frage, was kann Wissenschaftlichkeit für die Zukunft unserer Welt bedeuten? Ich glaube, das war sozusagen das, was wirklich ein eigenständiger, auch ein, ich sag mal, anti-amerikanischer oder anti-westlicher Beitrag, wenn man Film auch tatsächlich als so eine Art von Kommunikationsmedium verstanden hat, betrachtet werden kann. Man hat aber gemerkt, und das hat sich dann eben in den nachfolgenden Filmen eben nach und nach aufgelöst, man braucht individuellere sozusagen Persönlichkeiten, die dann diese strenge wissenschaftliche verlieren, dem Wissenschaftlichen eine andere Kontur geben. Aber man braucht im Grunde genommen, ich sag mal, im Science-Fiction-Film braucht man das Fremde, Außergewöhnliche, Unberechenbare, sozusagen das im Grunde genommen eine Konfrontation herbeiführt. Und das war etwas, was man nicht zulassen wollte. Und was es eben letztlich vermögt, was es sozusagen, während man das eine nicht zulassen konnte und bei der Wissenschaft nicht weiterkam, es im Grunde genommen keine Entwicklung gegeben hat, von der man dann sagen kann, da gab es jeweils einen Korpus von wirklich eigenständigen Filmen. Diese Filme sind für sich jeweils eigenständig, die haben was Eigenes probiert und man sieht eine Entwicklung, aber ein eigenständiges Genre-Korpus, würde ich sagen, gab es nicht mehr. Dankeschön. Welche Rolle dabei, also oder am Anfang die Gruppe Defa Futurum da gespielt hat, Sie haben es erwähnt. Der Frage gehen wir auch gerade wieder genauer nach. Wir haben für unser Leuchtkraftjournal mit jemandem sind wir im Gespräch, die dazu noch mal ein bisschen ausführlicher was machen und schreiben. Und dann können wir die Diskussion sowieso fortsetzen. Vielen, vielen Dank.